Hallo und willkommen zurück zur fünften und letzten bzw. finalen Episode der ersten Staffel Wolf Among Us, die da heißt Cry Wolf. Und wir werden mal schauen, ob die ein bisschen länger ist als eine Stunde 17. Your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Holly's sister, Lily. Do you even give a shit about us, the strays? That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! We're not burning the tree, Snow. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Die könnte noch ein Problem werden. Oh God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Ja, dann schauen wir mal, was er meint, was wir besprechen müssen. Also richtig erklärt das noch nicht, warum die beiden da umgebracht wurden. Also Faith und Lily. You've come a long way. You must be tired. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Ich hab doch gesagt, dass er sich hinsetzen soll. Please, von einer anderen Folge. Relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat. Vivian makes a very nice, very... It's elegant. Really a carpaccio. It's lobster. Sirloin. Well, Gramercy me, take a seat at the very least. Don't misunderstand the situation here. We are not friends, and you're in no position to offer me anything. On the contrary, Sheriff. And I don't wish to contradict you here. But your initiative and mine have been friendly for a long while now. Ever since I came aboard these shores. You know, Fabletown's been very accommodating of my humble ventures. Never said a bad word. That was Crane who let you do whatever you wanted. I'm not Crane. No, you're not. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. You're destroying this town. You've been doing it for ages. Destroying this town? What on earth do you mean? What the hell do you think I mean? Slavery? Kidnapping? Extortion? Murder? What would you call the wholesale corruption of Fabletown? I would call it the
baseless accusation of a desperate sheriff. How are you certain this isn't some conspiracy against me? I'm a well-connected man. Well-moneyed. People do like to take their shots at me. Who would try to pull that on you? Oh, I don't know. Fables with a grudge. People want a stake in my shops and services. But I can understand the confusion, and I'm truly sorry about the trouble all this has caused you. And I hope you believe me when I say, Sheriff, that I sincerely mean to make it up to you. The recent murders that have gotten such attention as of late, I don't relish telling you that they were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you and to assure you that it's over with. You really don't need to worry yourself further. An unfortunate bit of business? You're gonna tell me right now who killed him? Sheriff, I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. Das haben wir auf dein Wort verlassen, oder was? I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. Yeah. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. So why don't you take the hint and get out? I'm already pissed off. You don't want to make it worse. Oh, I think I do. I'd love a good reason to put a bullet between your eyes after what you did. That's enough. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. Echt? However, like I said, I'd be handling the matter if you don't mind. Georgie, you got what you wanted. Just sit down now. Yeah, I killed him, so what? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Yeah. Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. But you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this! And then attempt to blame me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, sis! You're just gonna let him do this? So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? Bin mir nicht so ganz sicher. You can have Georgie. Consider it a gift. Ensuring our continued cooperation. What the hell? Take this fucker. Take all of them. I didn't fucking start this. Don't make any trouble, Georgie. Are you seriously throwing me under the fucking carriage after everything I've done for you? I think I'll be taking both of you. You're not taking me, you fucking punts. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like you that? You think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers just are? Get the fuck out of here! I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him! Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit, but he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shitter with you? I told you! Get the fuck away from me! He's the one you fucking want! This could have gone so well. But you just had to complicate things. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Did I miss anything good? Well, look at you all fixed up. Fuck!
over here! You're done, Wolf! Come on, we're pretty much done here. Okay. I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Got him! Now! Na, es kann natürlich sein, dass Georgie das irgendwie wirklich übertrieben hat, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine Anweisung von Crookedman war. This way. Dann wäre es doch nicht so gut, wenn man ihn einfach hier das Opferlamm Georgie mitnimmt und ihn davonkommen lässt. Wieso beschützt Nerissa jetzt Georgie, wenn er tatsächlich der Mörder wäre? Es kann natürlich sein, dass sie irgendwie dazu gezwungen ist, wegen des Zaubers. Aber verdächtig ist es schon. Das war jetzt nicht so wirklich eine taktische Entscheidung, sondern eher den ersten, den man halt kriegen kann. Aber das finde ich jetzt schon ein bisschen komisch, dass Nerissa ihm hilft. Oder Nerissa. Das würde ich schon gern rausfinden. Weil ich glaube nicht so wirklich, dass sie ihn freiwillig schützen würde, wenn er der Mörder wäre. Sure? Do it! He's not moving. Keep going! Sie hat uns ja mal versucht zu helfen, ne, bei der Aufklärung. Das macht irgendwie nicht so wirklich Sinn, dann... Hang on. I need a minute. Okay. Ich meine, er ist jetzt am ehesten vielleicht bereit, uns zu helfen, nachdem er mitgekriegt hat, dass der Crooked Man ihn verraten wollte.
Insofern ist die Entscheidung im Nachhinein jetzt vielleicht nicht ganz falsch, weil man hier am ehesten Antworten kriegt. I hope to come to your senses. Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. That it, Sheriff? I'm taking you in, Georgie. Let's go. You gonna carry me? Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. Vivian, you don't know what you're doing. I'm trying to help you here. You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. Es ist ja gar nicht Nerissa. I'm not going anywhere. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls... So it's all my fucking fault, then. I you fucking... You're gonna throw me to the fucking wolf, too? Hmm. You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to! You can't fucking blame me for that. Look, I'm Sometimes you just have to do what you're told. Then it comes back to bite you in the ass because some good-for-nothing crooked bastard decides you're not worth shit anymore. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the crooked man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. Cause it's not my fault. The crooked man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. The both of you can go rot in hell. Georgie. You think I'm the one to fucking blame? That's not what I meant. I was just You're still the one who pulled the trigger. Nobody held your hand and made you go through with it. Fine. Believe what you want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Go ahead and arrest me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Nerissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? At the end of the day, you're just like him. Coming here, talking about options, like it was that simple. You could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. Yeah. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you doing? I told you, you don't know the fuck about anything. What are you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off. Couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. I know that, but did it have to be like this? Wait, so you've been helping this asshole? I thought you cared about them. I do. Of course I do. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea, a gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If
you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it. I told you, sometimes all your options are shit. What the fuck are you supposed to do then? We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the witches can... Don't talk about me like I'm not even here. Please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. I wasn't really... Just shut up. You don't get a choice if you're involved in this. Yep. I know what I've done. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different. Konsequenzen. Here. But it's all the fucking same. Vivian, jetzt angefangen. I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? Das andere beenden, dann musst du damit leben. What I did to Faith and Lily. To all of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them, what I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian! I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't! Vivian! Georgie. No! Fuck! No, 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 no! Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Shit! Tja, da gibt's nicht wirklich was von den drei Optionen. Vivian! I didn't fucking mean it! I was just... Get up. Get up! Don't think so, Bigby. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the Crooked Man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, all right? For both of us. You know the bastard deserves it. Make a promise to a dying man. Give him hell. He's gonna have it worse. Don't worry. Good. Old foundry by the river. All right? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You wanna finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you want to do, right? Well, whatever it is, just get it over with. That's not who I am. Sure it's not. No more games, all right? We both know how this ends. Just make it quick. I know what I did. Yep, okay. Right, Georgie. Ja, wir hätten vielleicht doch auf eine etwas schnellere Art töten können, als ihm jetzt nochmal in die Eingeweide zu. Naja. Mann, Mann, Mann. Okay, zumindest haben wir jetzt mal ein paar Antworten gekriegt. Frage ist, wenn wir jetzt aufs Auto vom Crooked Man gesprungen werden, dann wären wir vielleicht direkt hier angekommen mit der Verfolgung. Und da wäre die Frage, ob wir die Antworten so gekriegt hätten, also die Zusammenhänge.
wir Infos erfahren hätten. Still warm. He's here, all right. Ah ja, gut, so lange waren wir nicht unterwegs. Hat er gesehen, wann er losgefahren ist und man weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Also wird er wohl hier sein. Wäre nur die Frage, ob er vorher noch woanders war. Wenn man vielleicht sagen könnte, wenn der Motor noch warm ist, dass er vielleicht vorher noch woanders war. Oder einen längeren Weg gefahren ist. Wenn er schon länger hier wäre, wäre es vielleicht eher kalt, aber bringt er auch nicht so wirklich Infos. So, this is where they've been sending these. Big Bad Wolf. Ah, das ist wohl Mary, ja? You used to be something. In einem Überwachungsfoto. Snow and Wolf. They used to fear you. They'd hide anywhere their small shivering bodies would fit. So right on, yeah. Ah, hier haben sie die Silberkugeln gemacht. Silver. The big bad wolf. It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you finish, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my way, now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Wow, what a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? Ja, das kommt ja vom Richtigen. Oh. Ja, in so einem verwinkelten Gebäude ist natürlich schon so ein bisschen undankbar. Jemanden zu finden und zu kämpfen.
you? Come out and face me! Zeigt sie ihre wahre Gestalt. Hier bewegen, sind die irgendwie automatisch gesteuert, weil hier passiert ja eigentlich nichts. Die machen ja auch nichts Sinnvolles, außer grundlos hin und her zu fahren. Ganz toll. Wollen wir das sehen? Okay, ist das dann das Original?
Okay, haben wir die hoffentlich mal hier final ausgeschaltet. Hallo, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip noch. You apart right now. This gun holds 6 rounds of... I won't miss next time. Setze nur 5. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. You plan to do what she says, don't you? That's right. But what happens to you once you get there is a different story. I'm not quite finished. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Ja, ich weiß nicht, at least agree on that. Die Chance kriegen I will sollte. Have a trial. Are we clear? The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. Ja, genau, dass Mary mich umbringen sollte, ist auch nur... Ja, ja, genau. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. If you're not a killer, then what are you? I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. I don't mean to belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Because those are two very different things. This is about justice. I'm the sheriff. I have to do what's right. Two people were murdered. And you know who did it. Auf deinen Befehl hin. Das glaube ich Georgie schon. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in. But you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? Ich meine, wir haben die Antworten, aber wir zuerst bei Georgie waren. You know, I'm actually looking forward to seeing Miss White again. My previous interactions with her have gone. Die Gefahr, dass er sich irgendwie rauswindet, ist wieder zu groß. We're not doing this your way. How unfortunate. I was hoping we could make this work. What are you gonna do now? Rip me apart like some kind of animal? Killing me here would achieve nothing. Das würde dich ausschalten. White think? You show up with nothing but a corpse. No answers, no proof. You'll never know the truth, and she'll barely stand to look at you. Ich weiß nicht, wir wissen eigentlich genug von Georgie. Is it worth it? Ja. This is it for you. You make it. You've said enough. Also, die Gefahr, dass er sich da rauswindet, ist irgendwie zu groß. Die Gefahr, dass er, wenn er irgendwie andere Leute wieder nur aufstacheln kann, dass er da irgendwie mehr Probleme erzeugt, als er eh schon hat, ist zu groß. Ich glaube, das Snow, was so... Where the hell is Bigby? Oh, come on! Die richtigen Wege angeht, ein bisschen naiv ist. Are you sure he's coming? Yes, any minute. And then we'll get started. I really appreciate you taking the time. I know it's short notice, but given the circumstances...
What have you done? Oh, God. Bigby. Shit. He killed him. Holy shit. I didn't think you had it in you, Bigby. Stop it! You ripped him apart. I told you to bring him back alive. You really fucked him up. What did you do? He's all... You did this to him? Why? It's over. Crooked Man is dead. No shit. I thought I wanted him gone, but this... It's terrible. No, it isn't. What the hell happened? Tell me. Tell me why you did this. I think it's pretty clear. He nearly ripped his head off. Please, explain yourself. I had to do this. He was a danger to all of us. I couldn't risk bringing him back here unless I removed the threat. And you felt comfortable making that call on your own? Look at him. Oh, God. Would it have been that hard to restrain him? Did you really have to murder the man? Hang on. It's not murder. Then what would you call it? Justice, maybe? This is not justice! You know it's not. Why not? This is Bigby Wolf doing whatever the hell he wants. Which, in this case... You can't do things like this anymore. What are you getting on his case about? He did the right thing here. If this fucker killed Lily... And Faith. How can we be sure of that? Yep. Without a trial, what evidence do we have? We never had anything concrete. That's why we needed him here. Are you telling me the killer might still be out there? Why'd you kill him then? The Crooked Man ordered their deaths. He's behind it. He ordered it? Well, then who the fuck did it? Georgie did. Georgie? Where's Georgie now? If we bring him in for questioning, we... What? Where is he? Das kommt jetzt nicht so gut rüber. Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? Sheriff? I killed him. He's dead. Das kommt jetzt ein bisschen hart rüber, what? Aber... I don't even know what to say to you right now. Ich meine, das war wirklich Selbstverteidigung. Maybe that's not such a bad thing. You're on board with this? I don't know. I mean, it's not like the Crooked Man didn't deserve it. And if Georgie killed them... You think anyone deserves this? Ja, gibt durchaus Leute, die das verdienen. Alles andere ist naiv. Your job is to keep Fabletown safe. The minute you start abusing your position by attacking people, we betray the trust of this community. Ich glaube nicht, dass wir viel Vertrauen haben. People out there, on your own, without due process. It makes us look like killers. How could you do this? It's just one thing after another. Look, I'm glad he's fucking dead. But like this? What does it really matter? I solved this case. The Crooked Man gave the order, Georgie carried it out, and I took care of both of them. I made myself very clear. This is not okay. Snow's right. This is disgusting. Oh, it's much worse than that. What? Are you guys buddy-buddy with the Crooked Man all of a sudden? What the fuck is wrong with you? Grant. Everyone, that's enough. Bigby, I can't protect you without the support of this community. The minute you kill another suspect, or rip out someone's throat in a back alley, I won't be able to stop them from calling for your resignation. And yours. If that happens, I can't defend you. Do you understand? He's not gonna listen to you. I thought you had my back, Snow. I do. But that only goes so far. Listen, maybe you were right this time about the Crooked Man, but what happens when you're wrong? The second you make a mistake about someone, I won't watch you become a murderer. I think it's too late for that. I'm not a murderer. Good. So how do you explain that? That's not... Bigby, don't. Having some personnel issues, Miss White? Can't control your mutt? Bluebeard, this is hardly the time. It looks like as long as the wolf thinks you're guilty, he has free rein to murder you in your sleep. No, that's not how... Is this what we can expect from now on? Yeah, you make one mistake and Bigby's gonna rip your head off? Die beiden pfeifen hier, ja? Der Johann und der Beast. Weißt? Die waren die Ersten, die das gewollt haben, ja. Und jetzt fallen sie einem in den Rücken. Das ist so... So... Ey, es war ein Pack.
Unfassbar. Hey, that's not fair. Nah, he'll just bat you around for a while. Make sure you get thoroughly fucked up. That's not going to happen. Or just beat us to death. Are we even protected anymore? If we're throwing out the charter... We're not throwing out the charter. Just don't break the law. You have nothing to worry about as long as you're following the rules. The punishment doesn't always fit the crime, though, does it? Why I wanted to deal with a crooked man here. That was the plan. That was your plan. Please, the sheriff isn't going to... You see? The wolf does whatever the hell he wants, and the princess is no better. Now, hang on a minute. You don't believe me? They came to my apartment, and then for no earthly reason, she wanted my tree destroyed. What? Why would you do that? She was helping people glamour themselves as other fables. We couldn't let that continue. I can't say I'm fucking surprised. I am. Snow, how could you do that? You tried to ruin my life for no reason at all. What else were we supposed to do? There were other options. Don't blame Snow. She had her reasons. Greenleaf was using her magic to help Crane and the Crooked Man. That's why Snow wanted your tree burned. That's not why. You can pretend it's about law and order, but it's time you stopped lying to yourself. You wanted to get back at me for what Crane did. But that doesn't justify it. You both just act out of your own selfish desires. It doesn't matter what's right. Das stimmt so nicht. At this point, I'd rather have Crane. You don't mean that. At least Crane didn't kick the shit out of everybody. Or destroy what's ours. He also earned the position. Don't start. He left us alone. Things will only get worse now. You can't really believe that. You know what? You'd rather have Crane than you fucking deserve him. You fucked up your own lives. Dealing with criminals, making your own bad fucking choices. And now you want to blame us for your screwed up situation. I've been trying to fix the mess you made. How dare you? Is this how it's gonna be? You're gonna blame us. Bigby's right. Yep. You people don't know what the fuck you're talking about. Do you seriously think you want Crane back? He was an asshole, and he didn't do shit for any of you. Snow and Bigby found my sister when Crane wouldn't even look. Yeah, but they only came around when they thought it was Snow White who ate it. No, they cared about Lily. They care about all of us. Even if they've got a funny way of showing it sometimes. Thank you, Holly. Oh, come on, Holly. Maybe Snow gives a fuck, but Bigby? I mean, this I get. But I didn't do shit wrong, and I got tossed around your fucking bar. That was different, Gren. Well, they haven't done anything for me. Crooked Man screwed me over, and then this asshole just came by to make it worse. Everyone, please, just calm down. Yeah, we have a gesagt, right to be heard. Are you afraid of what we have to say? This isn't helping. I'm not finished. Like we give a shit. Need some help, Miss White? Just a minute. This can't continue. Everyone just shut up! Or what? Bigby? Don't. Please, do not blame the sheriff for his outburst. It isn't Bigby's fault. He can't control his nature. And frankly, I wouldn't dare ask him to try. But with a sheriff so impulsive, shouldn't the new deputy mayor have at least some command over her office? Bluebeard? Are either of them fit to run this town? Can I say something? Excuse me? Nerissa. Who the hell is she? My name is Nerissa. Well, Nerissa, please step aside. Wait! How long have you been standing there? Let her speak, Bluebeard. But... Let her speak! I haven't been able to speak my mind for a long time. We were prisoners at that club. We had nowhere to go. No one cared enough. Certainly not Crane. You're acting like they haven't done anything good in the last few days, but you know that's not true. Because of the sheriff and Snow, I can finally talk about what happened to me, to all of us. We're free now, and I think that should count for something. Thank you, Nerissa. She's right. We haven't been there for you in the past, and I'll be the first to admit we've made plenty of mistakes. But I truly want what's best for this town, and we're trying to make things right. And that may not always be clear right away, but I want you all to know that I care deeply about all of you. And I'm sure Bigby does too.
It's going to take some time to clean up Crane's mess, but he's gone now. The Crooked Man is dead. The killer has been found, and you can all rest easy knowing we're here to look out for you. I'll make sure of it. While that's all very touching, is it enough? I'm still not convinced Miss White will die Macht ergreifen to control the sheriff. Das ist ja offensichtlich. Run this town. I am. We haven't really given them a chance. Crane just left. Let's see what Snow and Bigby can do on their own. I trust Snow to do right by us. Bigby too. I think they've had enough chances. Things are finally changing around here. Maybe you don't feel it, but I do. Bigby and Snow are good for Fabletown. She's right. Now that things have settled down, I'm sure they can do better. And we will. Right, Sheriff? Of course we will. We're not like Crane. We'll look out for you. We'll see. You see that? It's finally over. Good riddance, at least. This won't end well. Shit. It's over now. This choice is blank. Sehr schön. Someone's gonna see you, Colin. Jetzt irgendwie der Ton weg aus dem Spiel. Are you gonna come see the truck off? Okay. We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay. Great. Okay, jetzt ist es hier irgendwie ein bisschen buggy. Ich nehme mal eine von denen. Okay, jetzt wurde das Spiel irgendwie abgekackt. Ich gehe mal raus ins Main-Menü und versuche mal den letzten Save-Punkt nochmal anzusteuern. Vielleicht fängt er sich dann wieder. Und wir setzen es einfach mal fort. Okay, das sieht ein bisschen besser aus. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. Okay, jetzt haben wir wieder Hintergrundsounds. This fucking line. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Listen, Snow, can we talk? I wanted to... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Ja, den ganzen Scheiß aufzuräumen braucht sicherlich einiges an Zeit und Arbeit. Good morning, Miss White. You're late. Someone's gonna see you, Colin. Ein Schwein, das mit dem Sixpack rumhält, ist ein bisschen verdächtiger, aber auch noch nicht unbedingt so arg problematisch. I'm going! Jesus!
Ich habe dir doch Geld gegeben für. We only have like 5 minutes. Glamour. And carry me for fuck's sake! I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit! Just go grab that, would you? Ich hab mir das Geld gegeben. Wieso wird er jetzt transportiert? I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'd get another chance. But Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Okay. Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her, she was nice. So... Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. That's real nice. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ, but look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Mundy seeing you. It'll be nice. Come on, it won't be so bad. Have you been there before? No, I'm, some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? We're all set. Ja, hat er nicht ganz unrecht Bye, hier. Mr. Wolf. Der Tod, kann er nicht wissen, wie es auf der Farm ist, wenn er noch nie da war. Hey, Bigby! Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? How should I know? Saying goodbye? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Need to let that go. How are you gonna move on if Bigby, I know you're trying to help, but this is just something I need to do on my own. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. Not sure where to start. Faith, Lily and I, we had this plan. We're gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they'd go just to silence someone who had physical evidence? I had to. Narissa, what did you do? I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. Ah, shit. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. So you sold them out? No. Yes. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God.
What happened? Can you tell me anything else? I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... It was my fault. I sold them out, and she just... And Lily? That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her. Just hoping that maybe if I couldn't save them, could at least save the rest of us. You were trying to get my attention. So you started all this. I just pointed you in the right direction. Hmm. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other and look out for us. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Huh. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town, finally. If you hadn't killed the Crooked Man back there, he would have just talked his way out of it like he always does. Ja, das war tatsächlich eine der Hauptbefürchtungen, die ich auch hatte. You did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. I'll see you around, Wolf. Ja, da gibt's schon so ein paar Parallelen in den Formulierungen und so, ja. Das ist die Frage, was sie damit andeuten wollen. Ich meine, sie hat den Kopf da platziert. Wie viel Zeit waren vergangen? Das war. Ist ja direkt nach Hause gekommen nach der Geschichte, ganz am Anfang. Und ist dann kurz danach, ein paar Stunden danach, als er geschlafen hat, wieder raus. Es kann natürlich sein, dass sie schon, Nerissa, schon geglammert war, als man am Anfang, also als Faith, als man am Anfang
den Streit zwischen Woodsman und Faith hatte. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was wir hier jetzt genau damit andeuten wollen. Gucken wir uns mal die Statistiken an. Deswegen bin ich auch hinterhergegangen, weil irgendwie so ein paar Fragen hätten wir vielleicht noch stellen können. What did you do to Georgie? 68,6% killed Georgie. Die anderen haben ihn da irgendwie leiden lassen. Ja. Ja, also ich fand es jetzt irgendwie nicht so wirklich angemessen, ihn jetzt noch unnötig leiden zu lassen. Nach dem, was man zu dem Zeitpunkt gewusst hat, jetzt mit dem Ende hier, stellt sich schon wieder so ein bisschen die Frage, wie viel Georgie wirklich noch hätte verhindern können. Weil wenn das jetzt so stimmt, was Nerissa erzählt hat, was man jetzt mal, wovon wir jetzt mal ausgehen, wollten die halt abhauen, die haben dieses Bild besorgt und dann hat Nerissa es ja Georgie erzählt. Und er wollte das dann irgendwie klären mit dem Crooked Man. Und an der Stelle ist halt so ein bisschen die Frage, wie sich Georgie da verhalten hat und so. Also ob er das quasi, ob er dazu beigetragen hat, das Ganze eskalieren zu lassen oder ob er tatsächlich versucht hat zu helfen und was genau da passiert ist. Weil da, an der Stelle, wenn er da dann das Ganze noch mehr hätte eskalieren lassen, unnötigerweise oder so, dann hätte man das schon eher ein bisschen verdient. Did you give the Crooked Man a trial? 10,4% der Player haben ihn gekillt. Ja. Das ist uns immer so ein bisschen die Gefahr. Ich meine, man versteht den Standpunkt der anderen. Ne? Die anderen wissen nicht, was passiert ist, was man gesehen hat, was man erfahren hat und so weiter. Und für die ist es natürlich kein Beweis, wenn Bigby jetzt einfach sagt, okay, ich habe die und die Informationen gekriegt und so war das Ganze oder so. Zumal es ja auch falsche Informationen sein können. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Insofern verstehe ich natürlich, dass die eher ein Trial wollen. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man diese Informationen hat, ist es halt auch schwierig, darauf zu vertrauen, dass die anderen das dann alles so hinnehmen, weil die haben das halt nicht erlebt. Die haben halt auch nicht mit den Leuten interagiert, die, um zu den Informationen zu kommen. Also auch die Geschichte, dass er da Mary auf Bigby hetzt, der Crooked Man und so weiter, ne, das ist schon. Also ich sag, ihn da umzubringen, war jetzt kein Fehler aus Bigbys Sicht. Also es war richtig. Und auch die Gefahr, dass er sich irgendwie da rausredet, die Leute irgendwie beeinflusst und sie dann Zweifel kriegen und ihn dann irgendwie laufen lassen oder so ist irgendwie was anderes, ist einfach viel zu hoch, weil die halt den Kontext nicht haben. Von der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass die Leute halt das Trial wollen, weil sie halt diese Sicherheit haben wollen, die Infos und die Beweise halt haben wollen, die Bigby eigentlich schon hat, ja. An der Stelle ist natürlich immer das Problem, und das ist auch das Problem bei Gerichtsverhandlungen, halt immer zu wissen, wer der Täter ist und zu beweisen, wer der Täter ist, sind zwei Paar Schuhe. Ne? Und dieses Problem halt, dass Leute davonkommen, weil man Unbeteiligten nicht beweisen kann, dass sie die Täter sind. Ich meine, letztlich ist es so, ja, du gehst alleine irgendwo im Dunkeln durch eine Nebengasse und es kommt ein Typ und greift dich an und sticht dich mit dem Messer nieder. Und wachst dann irgendwann in der Klinik wieder auf und wirst wieder zusammengenäht. Dann weißt du 100%, wer der Täter ist. Wenn das vor Gericht kommt, ist allerdings so ein bisschen Wort-gegen-Wort-Geschichte. Und beweist es mal, dass der Täter ist. Ne? Und das heißt, die Gefahr, dass Leute halt irgendwie mit Sachen davonkommen oder nur sehr viel geringere Strafen kriegen, weil man halt anderen zweifelsfrei beweisen muss, dass es so ist, was in vielen Fällen gar nicht geht. Ja. Ist ja das gleiche Problem bei, was ich Vergewaltigungen oder sowas, ja. Du hast halt nie so viele Leute dabei, du hast normalerweise nicht die Augenzeugen und du hast dann diese Wort-gegen-Wort-Situation. Und ich kann natürlich verstehen, dass man halt sicher sein will, dass der Beschuldigte auch wirklich der Täter ist und der beschuldigt, nicht sich das ausdenkt oder es irgendwie falsch darstellt oder verzerrt darstellt. Auf der anderen Seite ist halt der das Opfer ist, weiß halt sehr genau, was passiert ist, ja. Und auch jemand jetzt hier so wie Bigby, der halt da so beteiligt ist und selbst wenn vielleicht das ein oder andere Detail jetzt ein bisschen entschärfen würde, was der Anteil von Crooked Man an der Geschichte ist, hat er auch durch seine anderen Aktionen Bigby gegenüber bewiesen, dass er halt einfach eine Gefahr für die Community ist. Ne? Einfach, dass er ihn da umbringen wollte, und Mary da auf ihn gehetzt hat und so weiter. Das sind halt alles so Sachen, also ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe und ich finde auch, dass er stirbt, war angemessen.
Die Gefahr ist halt immer, wenn man zu viel Vertrauen darin hat, dass irgendwie ein sogenanntes faires Verfahren auch wirklich die Wahrheit rausbringt und am Ende irgendwie Gerechtigkeit herrscht. Das ist naiv, so zu denken. Es ist natürlich gerade, wenn die Gesellschaft relativ groß ist, irgendwann unvermeidlich, ja, weil man halt nie wissen kann, ob Leute nicht einfach Beschuldigungen machen, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder um sich zu rächen oder irgendwas und sich irgendwie Sachen ausdenken. Insofern braucht man irgend so ein System natürlich schon, weil es sonst sehr eskalieren würde und man einfach irgendwie Leute beschuldigen würde oder Leute ausschalten würde mit dem ausgedachten Argument, dass die irgendwas getan hätten oder so oder für irgendwas verantwortlich wären. Man muss aber gerade in so Situationen wie hier, wo das ja sowieso kleinere Gruppen sind und eigentlich ja auch alle wissen, was das für Typen sind. Ja, also das ist jetzt, das, was Bigby jetzt erzählt hat, kann die jetzt nicht so wirklich überraschen, wenn man vielleicht im Detail den einen oder anderen Zweifel hat oder so, aber das ergibt alles Sinn und es ist, da finde ich es ein bisschen sehr arg übertrieben, wie manche da reagiert haben, weil klar, sie können nicht sicher sein, dass das alles so stimmt, weil sie viele Sachen nicht miterlebt haben und das Wissen nicht haben, aber es ist jetzt auch nicht so abwegig und dass der Typ ein Problem ist und eine Gefahr darstellt für die Gemeinschaft ist, weiß ich nicht, es ist einfach offensichtlich, ja, das ist, auch wenn man es vielleicht ein bisschen mit einem flauen Gefühl im Magen macht oder akzeptiert, aber es ist jetzt nicht abwegig oder irgendwie ja, so, dass man es irgendwie jetzt arg bezweifeln müsste. Did you walk out of the Witcher? 84,7% der Player stayed until the end. Ja, das ist auch irgendwie wieder so, also, so, ich weiß nicht. Dieses, ja, es wird irgendwie schwierig oder die Leute glauben mir nicht und dann renne ich weg wie so ein trotziges Kind. Das ist irgendwie so eine kindische Reaktion. Also es ist eher schon ein bisschen schockierend, dass es tatsächlich immer noch so viele sind. 15%, ja, also 15,3% der Leute da so kindisch sind, dann einfach rauszurennen, anstatt zu versuchen, das zu klären, ja. Das ist schon echt sehr schade und auch wieder kein gutes Bild für die Gesellschaft heutzutage, wenn das mal so ein repräsentativer Querschnitt, wenn das mal als repräsentativen Querschnitt betrachtet und sagt, 15% der Leute würden tatsächlich so handeln. Schon Armutszeugnis für die Leute heutzutage, also zumindest für die 15%. Did you accept TJ's gift for Snow? 98,5% decided to accept. Ja, weiß ich auch nicht, warum man das nicht machen sollte, also die 1,5%, das ist auch irgendwie, was stimmt mit denen auch nicht. What were your last words to Nerissa? 54,8% sagen, I hope I've done something good. Ja. Bei sowas, hier finde ich es halt immer blöd. Es gibt manchmal ja so eine Ja-Nein-Entscheidung, ne? Accept TJ's Gift oder nicht, ja, nein. Aber gerade bei sowas hier, ne, wo es dann jeweils in dem Fall drei Optionen gibt oder auch an anderen Stellen wie, was waren das? In der letzten Episode, genau, das war, glaube ich, das mit Tod, ne? Ob man ihn zur Farm zurückschickt, ob man ihm das Geld gibt oder ob man sagt, okay, ich rede nochmal mit Snow. Da wäre es halt schön, wenn hier die anderen Prozente mit dabei stehen. Okay, ich weiß jetzt, ich bin in den 54,8, aber mich würde halt schon interessieren, wie die anderen 45,2% da, welche von den beiden anderen Optionen die gewählt haben. Also ob jetzt eine Option praktisch gar nicht gewählt wurde und alle anderen eine zweite haben oder ob sich das verteilt und wenn ja, wie. Finde ich hier eigentlich interessanter. Deswegen ist es schade, dass bei diesen Mehrfachoptionen nicht auch die anderen Werte mit dabei stehen. Das ist, weil manchmal sagen die zum Teil auch mehr aus als die Zahl, die da steht. Beast, you lied to him about seeing Beauty outside the apartment. Ja, finde ich jetzt nicht so gravierend. Bluebeard fought him after the interrogation. Ja, da ist er ein bisschen übertrieben. Übers Ziel hinausgeschossen. Colin, give him a drink when you ask for one in your apartment. Help him avoid the farm. Ja. Ja, ist jetzt nicht so ganz by the rules, aber wie gesagt, Colin fällt halt auch weniger auf als Toad, das muss man schon sagen. Wobei das schon sehr asozial ist von Snow am Ende, wenn er das Geld hat und auch wirklich Glamour sich holen will, dann das nicht ihn nicht das machen zu lassen und ihn dann zur Farm zu schicken, ja. Weiß ich nicht, ist zumal man ja sagen will, man will einen neuen Anfang machen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Schnitt, wir fangen nochmal bei Null an, geben ihm die eine Chance und dann kann man ihn, wenn er dann es nochmal verkackt, kann man ihn immer nochmal wegschicken. Ne? Weil bisher war das halt immer halt Cranes Entscheidung und so weiter und da hätte das hätte sie tatsächlich auch mal als Zeichen sehen können, okay,
es ändert sich jetzt hier was, das ist deine letzte Chance. Und okay, man hatte vielleicht vorher schon ihm mehrfach Chancen gegeben und so, aber die Zeiten waren halt auch andere. Da kann man nur noch sagen, ja, Crane, interessieren die sich nicht für die Leute. Und jetzt, wenn man sagt, okay, vielleicht auch die Glamour-Preise runterkriegen oder irgendwas, dass man halt irgendwie macht, okay, wir wollen jetzt versuchen, was zu ändern und zum Besseren zu verändern und ihn dann jetzt direkt wegzuschicken und nicht zu sagen, okay, clean start, jeder startet nochmal bei Null und kann nochmal zeigen, ob er es, wie er drauf ist und ob er es verdient hat oder nicht, oder den jetzt veränderten Umständen. Weil manchmal handelt man halt auch aufgrund der Umstände halt so, wie man handelt. Und wenn sich die Umstände jetzt ändern, weil sie ja das Regime quasi ändern wollen, finde ich es tatsächlich von Snow ein bisschen asso, dass sie jetzt tot tatsächlich zur Farm geschickt hat. Da haben wir mal gekillt. Ja, ich bereue es immer noch nicht. Georgie, you smashed up his place. Naja, ein bisschen an den Stellen, wo er echt irgendwann ein bisschen zu arg übertrieben hat. Mit seinem, ich muss ihm blöd kommen und ich bin hier der Geilste und mir kann keiner was. Gran, you drank with Gran after Lily's funeral. Okay, Snow brought her along with you to the trip trap. Chose to wait for Tiny Tim. Ja, das wäre auch, also, ne, also ich meine, die wussten, dass man kommt und ob man jetzt da eine Minute früher oder später da ist, muss man deswegen nicht Tiny Tim irgendwie blöd kommen, weil der hat ja auch keinem was getan und inwiefern er da involviert ist, weiß man auch nicht. TJ accepted his beetle and promised to give it to Snow. Ja, warum auch nicht? Alles andere wäre auch an der Stelle irgendwie, weiß ich nicht, ziemlich strange. Toad, you stood up for him when Snow wanted to send him to the farm, korrekt. You gave him money, korrekt. Hat ihm nicht geholfen. Hat ihm aber nicht geholfen. Ja, da sind wir durch. Ja, ist ein bisschen schade. Telltale wollte ja gerade eine zweite Season machen. Wurde ja angekündigt vor, weiß nicht, Vierteljahr, halben Jahr. Leider ist da die Pleite von Telltale da dazwischen gekommen, was schon ein bisschen schade ist. Wäre sicherlich nach Walking Dead das, was tatsächlich am ehesten auch eine Fortsetzung verdient hätte und tatsächlich hätte cooler werden können. Ja, ob jetzt irgendjemand anders vielleicht irgendwann mal das Franchise übernimmt und nochmal was macht, weiß man nicht. Ich meine, Skybound hat ja jetzt die Walking Dead-Geschichten übernommen von Telltale. Und Skybound hat ja auch gesagt, sie wollen jetzt in Zukunft mehr Indie-Entwickler supporten und Publisher für Indie-Entwickler werden und auch selber ein bisschen mehr in den Games-Entwicklungsbereich gehen, weil Skybound Entertainment heißen sie, glaube ich, die Sparte, die das, die Games macht. Nee, Skybound Entertainment natürlich nicht, sondern Skybound Games. Was rede ich hier? Skybound Games natürlich, die jetzt die Spiele machen und die gibt es ja auch erst so seit, weiß nicht, einem Jahr oder so. Die schleifen sich jetzt halt so ein bisschen ein und da muss man halt mal sehen, dann in welche Richtung sie sich entwickeln und vielleicht, da sie ja auch die Beziehungen, die engeren Beziehungen zu Telltale hatten, aufgrund der ganzen Walking Dead Zusammenarbeit und so, und sie selber ja auch schon gesagt haben, dass sie diese Story-getriebenen Spiele eigentlich schon ganz gut finden und auch irgendwie mehr mitmachen wollen, vielleicht entscheiden sie sich irgendwann dazu zu sagen, okay, wir greifen ein paar andere Franchises nochmal wieder auf, die irgendwie Sinn machen, so wie jetzt Wolf of Mangas zum Beispiel, und führen das auch weiter. Zumal das ja auch wieder so Comic-Adaptionen sind und so, was ja mit Walking Dead jetzt dann mit dem Beendigung von Final Season machen. Ja, sowieso da ein bisschen in die Richtung geht und jetzt gar nicht so fremd ist von dem, was sie sonst machen. Also hier würde sich es am ehesten noch anbieten. Bei manch anderem Franchise vielleicht ein bisschen weniger, wenn das andere Sachen sind. Game of Thrones vielleicht noch, das ist zwar kein Comic, aber halt auch so eine Buchgeschichte, eine Storyline und die Welt und so. Das passt vielleicht noch eher als jetzt, weiß nicht, vielleicht Borderlands oder so. Aber mal sehen. Wir werden erleben, was noch kommt von Skybound. Ja, das war dann die erste Season Wolf Among Us. Könnt ihr doch mal in die Kommentare schreiben, was vielleicht aus dieser letzten Szene noch, wie man das so auffassen könnte, diese Parallelen, die da angedeutet werden zwischen Nerissa und der Faith, die man getroffen hat am Anfang von Season 1, Episode 1. Ja, auch ein bisschen verdächtig tatsächlich, dass sie das Ribbon noch trägt. Weil sie halt auch die einzig andere Überlebende ist. Also ob jetzt Vivian wirklich zum Beispiel das Ribbon Girl war oder nicht, ist dann auch die Frage, weil wenn sie es nicht wäre, könnte sie die Wahrheit nicht sagen in dem Moment, weil sie ja den Ribbon hat.
Weil es wurde ja so verkauft, dass sie Serban Girl ist und dass sie deshalb quasi der Ursprung ist. Und wenn sie sich jetzt dann, dadurch, dass sie sich umgebracht hat, wäre jetzt Nerissa frei, das Serban noch abzunehmen. Dass sie es nicht tut, zeigt natürlich die Option auf, dass sie es nicht kann. Ja, weil sie vielleicht wirklich Girl with a Ribbon ist. Und Vivian sich vielleicht nur umgebracht hat, weil sie ja quasi in dem Fall dann das Opfer wäre. Und gesagt hat, naja, wenn die jetzt versuchen, ja am Ribbon rumzuspielen und irgendwas zu machen, weil sie glauben, dass sie der Ursprung ist, wird es für sie nur noch schlimmer, dass sie dann irgendwie sagt, okay, ich bringe mich jetzt halt um, indem ich das Ribbon abnehme. Kann natürlich sein. Und ob Georgie in dem Moment da gelogen hat oder ob er das vielleicht auch gar nicht weiß, dass sie gar nicht das Original ist oder so. Man weiß es nicht. Könnte natürlich sein. Und das würde zumindest erklären, auch warum Nerissa hier am Ende denn das Ribbon halt noch trägt. Und Nerissa vielleicht das Ganze nur deshalb gemacht hat, weil wenn sie das Original ist, Girl with a Ribbon, und das, was Georgie so am Anfang erzählt, stimmt, dass sie das am Anfang eigentlich so gemacht haben, um quasi diese Geheimhaltung zu garantieren oder so, dass sie vielleicht die ganze Geschichte bereut, dass das Ganze losgetreten wurde und dass jetzt halt den anderen da nicht helfen konnte und so und das so ein bisschen auf sich projiziert als Schuld. Und deshalb halt auch raus will und jetzt hier dann abhaut und sie den anderen halt nicht helfen konnte oder wollte, weil sie sich ja dafür hätte umbringen müssen, wenn sie die anderen hätte befreien wollen oder so. Ja, da gibt es halt so ein bisschen Optionen, was man da reininterpretieren kann oder nicht. Wahrscheinlich hätten sie das irgendwie aufgegriffen jetzt in der zweiten Season und hätten das irgendwie weitergeführt. Oder hoffentlich hätten sie das gemacht. Aber leider werden wir das jetzt erstmal zumindest und wahrscheinlich gar nicht erfahren, was da geplant war als Storyline für die zweite Staffel. Nun gut, sei es wie es will. Season 1 ist vorbei. The Wolf Among Us. Auch wieder eine sehr, sehr kurze Folge gewesen, war ja auch wieder bloß knapp eine Stunde. Also die sind wirklich mit jeder Episode kürzer geworden hier. Was auch wieder ein bisschen schade ist. Was ja dann immer schlimmer wurde. Und später sind ja dann auch irgendwie alle Folgen so kurz gewesen, auch bei der bei den späteren Seasons Walking Dead und so weiter. Nun gut. Das war das. Dann sind wir ja am Ende der Staffel angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.